Am 12. Spieltag ist eine Art Angstgegner zu Gast auf dem Biberer Berg. Gegen den letztjährigen Aufsteiger, die TSG Balingen, hat der UFC in der vergangenen Saison jeweils nur unentschieden spielen können. Kickers Interimstrainer Steven Kessler verfolgt ja einen Plan mit vielen kleinen Schritten, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. So hat er auch beim letzten 0:0 noch gute Ansätze gesehen. Heute verändert er aber doch seine Startaufstellung. Luigi Campagna spielt für Francesco Lovric von Beginn an. Nachdem offensiv vergangenes Wochenende wenig gelingen wollte, hat der UFC sich heute mehr vorgenommen und spielt nach vorne. Vetter mit der Flanke auf Dachfuß und der mit der Chance. Das ist aber noch zu ungefährlich. Julian Hauser im Balinger Tor hat die Kugel sicher. Durch frühes Anlaufen wird aber versucht, das Spielgerät nach einem Ballverlust schnell wieder zurückzuerobern. Und das kann dann auch mal so aussehen. Nach dem Ballgewinn schaltet Ronny Markus schnell und findet Moritz Hartmann. Da war der Kickersstürmer völlig ungedeckt. Schade, so ein Ding kann man auch mal versenken. Eine richtig dicke Chance war das. Das frühe Draufgehen hat aber auch zur Folge, dass wenn der Ball nicht gewonnen wird, die Kickers defensiv doch den Balingern was anbieten. Lukas Völsch schickt Dierberger. Dominik Draban ist aber aus dem Tor herausgeeilt und verhindert hier Schlimmeres. Die Gäste monieren zwar Handspiel, Schiedsrichter Kim Meyer hat aber nichts Regelwidriges gesehen und lässt weiterspielen. Aus unserer Kameraperspektive lässt es sich nicht aufklären. Ansonsten sollten sich dann die Torgelegenheiten für die Kickers häufen. Mike Vetter kommt über die rechte Seite und bringt den Ball auf Manolo Rodas. Dessen Kopfball landet aber mitten in den Armen des Torhüters. Aber nur 2 Minuten später wieder ist der UFC im Angriff. Kurz bringt den Ball vor das Tor. Jakob Lemmer jagt den Ball, aber Volley über den Kasten. Schade, wäre der Schuss aufs Tor gekommen, dann hätte es wohl nichts zu halten gegeben. Vorlagengeber Bastian Kurz war zuvor für den angeschlagenen Ronny Markus ins Spiel gekommen. Und direkt wieder die Kickers. Nachdem ein Balinger seinen Mitspieler angeschossen hat, kommt Manolo Rodas an das Leder und kann Tempo aufnehmen. Es gibt eine 3:1 Überzahl. Rodas bedient Hartmann, der zögert einen Moment zu lange und wird so noch geblockt. So langsam sollten die Kickers doch jetzt mal in Führung gehen. Da aber auch die TSG Balingen bei ihren wenigen Vorstößen kein Tor erzielen können, bleibt es zum Seitenwechsel torlos. Also direkt weiter mit der zweiten Halbzeit und die Kickers spielen auch direkt wieder nach vorne. Mike Vetter auf Jakob Lemmer, der bringt den Ball vor das Tor und hinten ist es Manolo Rodas. Der Ball ist drin, die Kickers gehen in Führung. Für Manolo Rodas ist es der erste Saisontreffer. Der Ball ist ihm da förmlich vor die Füße gefallen. Dann hatte er kein Problem mehr, den zu versenken. Wenige Minuten später hat die TSG dann einen Freistoß. Der Ball kommt lang und da hat Seemann die Chance. Dominik Draban hält aber auch diesen Ball. Als dann auch noch der Nachschuss geblockt wird, setzt der OFC über Dachfuß zum Kontern an. Er wird aber rüde gestoppt. Auf Höhe der Mittellinie hat Fabian Kurz Dachfuß einen Check versetzt. Schiedsrichter Nikolai Kimmeier belässt es bei Gelb. Da aber Kurz schon verwarnt war, muss er mit Gelb-Rot vom Feld. Die Kickers sind nun also in Führung und haben auch noch einen Mann mehr auf dem Feld. Das macht sich dann auch bemerkbar. Räume vor dem gegnerischen Tor tun sich auf. Moritz Hartmann scheitert aber an Hauser im Balinger Tor. Es sollte aber nicht Hartmanns letzte Chance gewesen sein. Matthias Pisalo mit der Flanke und Hartmann nimmt die Kugel direkt. Jetzt passt der Ball. 2:0 für die Kickers. 3 gute Chancen hat Moritz Hartmann liegen gelassen. Hier hat er den Ball aber perfekt verwertet und eigentlich war das der schwerste von den dreien zu nehmen. Mit dem Tor hat man den Balingern auch den Wind endgültig aus den Segeln genommen, auch wenn Draban hier gegen Huss retten muss. Dann aber auch wieder der UFC. Mike Vetter chippt das Leder auf Hartmann. Hauser ist da. Doch im Nachschuss ist es Pisalo, der trifft. 3:0 für die Kickers. Nach seiner Einwechslung hat Pisalo jetzt erst ein Tor vorbereitet und dann auch noch selbst getroffen.
Danach passiert hier nicht mehr viel. Die Kickers gewinnen also 3:0 und feiern unter Kessler im dritten Spiel den zweiten Sieg und bleiben weiterhin ohne Gegentreffer. Weiter geht es am kommenden Freitagabend. Dann sind die Kickers zu Gast bei Astoria Waldorf. Hier noch die Stimmen zum Spiel. Ja, ich denke nicht, dass wir uns so schwer getan haben. Wir hatten ja in der ersten Halbzeit schon gute Chancen. Und wenn wir die reinmachen, dann gehen wir auch in der ersten Halbzeit schon in Führung. Und direkt nach der Halbzeit dann umso besser. Dann nach dem 2-0 war dann der Sack auch zu mit der gelb-roten Karte. Und ja, muss ich ihn nur noch reindrücken. War ein relativ einfaches Tor, war sehr wichtig für uns. Ja. Ja klar, zu Null Spiele freut man sich als Tor, das ist vielleicht zu vergleichen, wenn man als Stürmer ein Tor schießt. Aber ich glaube, das ist auch ein Produkt irgendwie der ganzen Mannschaft. Wir verteidigen es halt gut in letzter Reihe und ja, freut mich natürlich. Ja. Also wie gesagt, die ersten 20 Minuten waren wir echt gut im Spiel. Da haben wir auch hinten gut aufgebaut, haben wir auch ein, zwei Torchancen, die wir vielleicht machen müssen eigentlich, ja. Denke ich mal. Und dann läuft das Spiel auch anders, dann kommt die Situation mit dem tief gespielten Ball. Ja. Wo ich rauskomme und ja, er schießt mich dann an. Meine Hand war, glaube ich, angelegt am Körper. Mhm. Und er trifft mich dann zwischen Körper und Hand. Also es war schon eine knifflige Situation, aber ich glaube, es ist schon richtig, dass er ihn nicht gibt. Ja, natürlich. Erstmal ein gut verdienter Sieg, denke ich. Ja. Wir waren wieder sehr gut im Spiel drin, glaube ich, ganz anders als letzte Woche. Mhm. Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass wir es zu Hause besser können, sage ich jetzt mal, als letzte Woche. Und wie gesagt, es hat einfach nur das Tor gefehlt. Ich hatte zwei Riesendinger, ich glaube Manolo und Jakob ebenfalls. Ja, wir müssen einfach mit 1 oder 2 noch in die Kabine gehen. Aber wir haben dann in der zweiten Halbzeit da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Wir haben weiter Gas gegeben und sind dann folgerichtig 1-0 in Führung gegangen. Das 2-0 hat dann ein bisschen auf sich warten lassen, auch weil ich wieder eine Chance habe liegen lassen. Ja. Dann letztendlich habe ich doch noch das Tor getroffen. Ja. Und nach dem 2-0, denke ich, und dem Platzverweis war dann auch klar, dass wir das Spiel gewinnen. Ja.